Willkommen auf unserem YouTube-Kanal Hörspiele und Hörbücher. Wie ihr vielleicht schon wisst, gibt es diesen in der Blue und in der Black Edition. Näheres hierzu könnt ihr der Kanalbeschreibung entnehmen. Bevor nun das nächste Stück startet, möchten wir euch bitten, uns mit einem Like und einem Abonnement zu unterstützen. Auf diesem Wege wird es uns möglich sein, euch auch weiterhin regelmäßig mit Klassikern und neuen Stücken diverser Rundfunkanstalten zu unterhalten. Vielen Dank. Und nun wünschen wir euch gute Unterhaltung. Science Fiction als Radiospiel. In dieser Reihe aus dem Studio Heidelberg des Süddeutschen Rundfunks bringen wir heute ein Hörspiel von Hermann Motschach nach einer Story von James Gunn. Das englische Wort für dem Weltraum verschworen, aber auch dem Weltraum verfallen, ist der Titel des Hörspiels, Spacebound. Wo steckt eigentlich Holloway? Wo er immer steckt. In der Astrokuppel. Schau zu, wie die Erde hinter uns kleiner wird und wie der Mars vor uns langsam wächst. Ja, hört euch das mal an. Darling, nie werde ich die Nacht vergessen, in der du mir unter duftenden Fliederzweigen... Ein Mensch will wissen, wer dir schreibt, Earl. Reicht schon, dass ihr Brief stinkt wie drei Pariser Puffs. Und ihr? Wisst ihr, wer ihr stinkt? Wie Ziegenböcke. Überhaupt stinkt die ganze Spacebound wie ein Stall. Mensch, sei doch, verteile nicht deine ganzen Bazillen im Schiff. Ein feiner Mann hält sich die Flosse vor, klar? Das genügt langsam, Bö, ja? Reiß dich am Riemen. Der ist noch besser. Ach, Burry, Burry, Jackie. Was schreibt die andere, die Blonde? Was findest du nur an mir? Was ich habe, haben doch alle Frauen. Du sollst dich am Riemen reißen, Burr, habe ich gesagt, ja? Ei, ei, Chefpilot. Neidisch, was? Burr, zu deinen Weibern sind's von hier fast 1 Million Meilen. Wenn wir den Mars erreichen, wenn, werden es 56 Millionen sein. Und wenn wir zurückkommen, wenn, hat jede von ihnen mindestens 3 Belger. Und sicher nicht von dir. Die nicht, die warten. Ach komm, Burr, solche wie dich finden sie doch überall. Fortpflanzungsorgane mit Neigung zu Raumfahrt. Halt sie in die Fresse, gefällig. Du italienischer Weihwasserpinsel. Weihwasserpinsel, das muss ausgerechnet ein Irre sein. Und du nicht auch noch, Amelia, ja? Nach 5 Tagen schon in die Wolle kriegt, wo wollt ihr nach 260 Tagen noch Wolle hernehmen? Tut mir leid, Barry, ich hätte das nicht sagen sollen. Okay, okay. Aber wenn einem der mit seiner Husterei auch dauernd... Das ist ja, wie wenn dir einer die Rübe mit dem Gurkenrubel absägt, sowas. Ja. Ist doch wahr. Hey, komm, Fred, spring durch. 2 Penicillin. Holst du nach 6 Stunden noch eine Dosis, ja? Oh, danke, ja. Das mit den 5 Tagen kann nie stimmen. 5 Tage, 16 Stunden, 2 Minuten. Schau auf die Uhr. Die geht falsch. Wir sind mindestens 1 Monat unterwegs. Nein, Burr. Die Uhr ist kristallstabilisiert. Eine genauere Zeitangabe gibt's nicht. Mein Trick von der Projektleitung. Ich kenne die Brüder, besonders diesen Lloyd Phillips, der den Politikern immer in den Arsch kriegt. Mann, Burr, überleg doch mal. Einmal in deinem Leben. Warum sollte Lloyd Phillips unsere Borduhr falsch laufen lassen? Warum? Warum? Warum hat die Spacebound eine Parabolantenne, die dauernd auf die Erde zeigt? Wir haben doch angeblich keine Verbindung mit der Bodenstation. Und weil wir gerade bei Warum sind, warum haben Sie die eine Wand vom Steuerdeck versiegelt? Na, Jelinek, du Alleswisser, was sagst du dazu? Es war die Rede von einem Sicherheitsfaktor. Oh, ein Sicherheitsfaktor. Und worin besteht der? Bah.
Ein Sicherheitsfaktor, den man kennt, ist kein Sicherheitsfaktor mehr. Deshalb ist es besser, wenn wir nicht wissen, worin er besteht. Das leuchtet ein. Ist wie der Glaube an Gott. Ach. Gott ist nur für die, die ihn brauchen. Ich sag euch, das mit dem Sicherheitsfaktor ist scheiße. Sie sagen nicht, worin er besteht, weil es ihn gar nicht gibt. Jetzt hören wir mal genau zu, Bert. Schluck's runter, Milliardo, ja? Und du, Babel, ist deine Meinung auch für dich. Verstanden? Ach, denk nicht dran. Stimm doch die versiegelte Wand auf. Dann wirst du sehen, es ist nichts dahinter. Du liegst falsch, Burr. Gerade wenn nichts dahinter steckt, ist es besser, wir wissen es nicht. Und das mit der falschen Uhrzeit ist auch Unsinn. Wie könnten wir da täglich unsere genaue Position einstellen, hm? Ja. Da ist natürlich was dran, aber... Holloway, ist bei dir oben auf dem Steuerdeck alles okay? Scheint so. Ich versuche den Einschlag zu lokalisieren. Bleib, wo du bist. Es muss beim Reaktor gewesen sein. Entweder hat's den erwischt oder die Leitungen. Jetzt der Reaktor ist dann... Dann sind wir im Eimer des Propheten. Die Notbatterien halten vielleicht bis morgen durch. Dann wird der Klimaregler abgeschaltet. Was ist jetzt los? Das klingt ja böse. Ich gehe raus und sehe nach. Milliardo, du kommst mit. Okay. Die übrigen schon mal Arsch waschen zum Raumtod. War das Ende, Lloyd? Ja, das Ende der Videokassette 5, Mr. Wagner. Nicht das Ende der Space Bounty und ihrer Crew. Auch, wie ich hoffe, nicht das Ende unseres Mars-Projekts. Heißt das, Burr hat während der verbleibenden 8 Stunden des 5. Tages den Schaden beheben können? Ja, das heißt es. Der Reaktor war Gottlob nicht beschädigt, nur ein paar Leitungen. Die Space Bounty blieb unbeirrt auf Kurs bis zum heutigen Tag, dem 260. des Unternehmens. Noch 24 Stunden und wir haben es geschafft. 260 Tage. 260 Videokassetten. Zu je 2x12 Stunden. Und am 5. Tag bereits kritische Stimmung an Bord. Leute, verstehen Sie mich bitte nicht falsch, aber ich muss Sie bitten, mir noch eine Auswahl von Aufnahmen vorzuführen. Sagen Sie, mit wem spreche ich im Augenblick, Mr. Wagner? Mit unserem langjährigen Public Relations Mann oder mit dem Parteipolitiker? Meine Partei hat immer hinter Ihnen und dem Mars-Projekt gestanden, Lloyd. Das wissen Sie. Und sie hat nicht übel Kapital aus der Sache geschlagen. Meutereiartige Zustände an Bord der Spacebound würden sich allerdings auf dem Aktienmarkt übel auswirken. Was ist los, Wagner? Bereiten Sie einen Rückzieher vor? Nichts dergleichen, Lloyd. Aber unsere Wähler haben in den vergangenen Jahren schon 2 Raumaktionen scheitern sehen. Ein neuerlicher Fehlschlag mit ein politisches und wirtschaftliches Chaos zur Folge. Die Gegner warten nur darauf. Wir könnten uns gerade noch rechtzeitig zurückziehen und das Projekt auf später verschieben. Später? Wann ist das später? In 5 Jahren vielleicht. Oder in 10. Wenn eine neue, stärker belastbare Astronautengeneration herangewachsen ist. Alles hat seinen psychologisch richtigen Moment. Das gilt auch für die Erschließung unserer Nachbarplaneten. Die Erde liegt mir mehr am Herzen als alle Sterne. Ach, ich höre meine Frau reden. Sie wirft mir vor, ich sei nicht mit ihr verheiratet, sondern mit dem Mars. Und sie spielt unsere beiden Jungs gegen mich aus. Ach ja, die Zwillinge. Ja, die haben übrigens heute Geburtstag. Werden schon 10. Ach, ja, dann wollen wir dafür sorgen, dass sie ihren Daddy nicht zu lange entbehren müssen. Um ein paar Videostichproben kommen wir allerdings nicht herum. Welche Kassette schlagen Sie vor? Nummer 30, würde ich sagen. Abstand von der Erde 5,5 Millionen Meilen. Zeit 11.20 Uhr. Erde und Mond zeigen sich immer noch als leuchtendes Zwillingsgestirn. Seltsam zu denken, dass dieser langsam schrumpfende Punkt am Rande der Galaxis einmal für den Mittelpunkt des Alls gehalten wurde. Und da bringen es Leute wie unser italienischer Weihwasserpinsel noch fertig zu beten. Wenn unserem irischen Pinsel nicht die katholischen Borsten ausgefallen wären, wüsste er,
dass die Erde so klein werden kann, wie sie will. Der Glaube bleibt doch so groß, wie er ist. Das war natürlich eine gute Antwort, Milliarde. Dafür darfst du den Rest meiner Tagesration trinken, Credo. Mille grazie, Mille. Mann, oh Mann. Das hört sich an wie eine leere Autobatterie. Ja, das ist psychosomatisch. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Er meint's nicht böse hier. Scheiß Husten geht mir ja selber auf die Nerven. Vielleicht hilft's, wenn ich dir die Pfeife zudrücke. Das will ich nicht gehört haben, Burr. Wir sind alle aufeinander angewiesen. Keiner schafft's ohne den anderen. Noch ein Pfaffen. Mein Gott, da war was! Draußen vor der Kuppel! Oh. Immer ruhig bleiben, Holloway. Versuch zu beschreiben, was es war. Ich weiß es nicht! Keine Ahnung, was es war! Etwas... Was? Etwas Weißes! Weißes? Jetzt ist es wieder fort! Vielleicht Raumabfall. Ja. Ja, Raumabfall. Das muss es gewesen sein. Abfall! Dann hättest du nicht so geschrien, Holloway. Was war's? Ein... Gesicht. Was? Es hat wie ein Gesicht ausgesehen. Ein Gesicht. Weiß. Mit dunklen Bartstoppeln. So? Nein. Woher weißt du das? Es hat mich angeschaut. Seine Augen. Ich habe noch nie so einen Blick gesehen. So. So wissend. Ein lebendes Wesen im Raum. Hat man je so einen Quatsch gehört? Er tickt nicht mehr richtig. Das ist es. Finito. Eine Halluzination. Das muss es gewesen sein. Eine Halluzination. Eine Halluzination. Lass dich davon nicht einkriegen, Holloway. Natürlich nicht, ja klar. Typischer Fall von Samenkoller. Erwischt jeden früher oder später. Hier. Guck mal durch. Das hilft dagegen. Einfach vorne reingucken und an der Seite drücken. Was ist das? Voyeurs Wonne. Ein Pornogucker. Hier. Die zwei sind besonders wonnig. Stereo. Klasse, was? Damit hast du also die ganze Zeit deinen Spaß gehabt. Lass mich mal sehen. Viel Vergnügen auch. Gib mal her! Du wartest gefälligst, bis du an der Reihe bist. Ja. Ach, Burr. Arme Sau, sowas Dreckiges schmuggelst du an Bord. Soll ich es deinetwegen mit Weihwasser einpinseln, du Betbruder? Komm, zeig mir den Scheiß, ja? Da, fang auf! Ach, das tut mir aber leid. Ja. Das habt ihr mit Absicht gemacht, es ist kaputt. Das geschieht dir ganz recht, Burr. Das habt ihr nicht umsonst getan. Komm mir nicht mehr in die Quere, Jelinek, oder einer von uns beiden geht drauf. Fragt sich nur wer. Ich habe Kohldampf. Wer spielt heute den Smutje? Ah, der Weihwasserpinsel. Los, Mann, schaff was Ordentliches ran. Steak. Steak war gestern, heute gibt's Seezungen. Wieso? Haben wir Freitag oder was? Du wirst lachen, ja? Auf Fisch muss ich kotzen. Wegen dir friss ich keinen Fisch. Früher hast du Fisch gemocht. Aber heute scheiß ich drauf. Dann frisst du ihn eben mit Scheiße. Ein Friedensangebot. Meinen Fisch gegen dein Steak. Verzichte. Außerdem haben wir noch gar nicht Mittagszeit. Die Uhr geht falsch. Das sage ich euch, seit wir unterwegs sind. Mein Magen ist nicht manipuliert. Ich richte mich nach meinem Magen und ihr tut das auch oder es passiert was. Reg dich ab, Burr. Komm, wir machen ein Spielchen zusammen. Hm. Willst mich wohl auch auf die Palme bringen? So wie der scheinheilige Ithaka da. Mein Auge. Lass sehen, Milliardo. Nein, nein, halb so schlimm. Ein Kratzer unter der Braue, das ist alles. Blutet aber ganz schön. Sieht nicht gut aus, Lloyd. Solchen Minuten allgemeiner Gereiztheit stehen ruhige Tage gegenüber, Mr. Wagner. So etwas genügt schon einmal im Monat. Die Männer leben da draußen unter Bedingungen, die vorher nicht kalkulierbar waren. Psychischer Druck. Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie wüssten, dass Sie für Jahre vom Rest der Menschheit abgeschnitten sind?
Wie wär's mit mehr Ablenkungsmöglichkeiten, Video? Damit haben wir es ja schon versucht, bei den anderen beiden Schiffen. Die Geräte lagen nach 2 Wochen zertrümmert in der Ecke. Nein, Mr. Wagner, die Crew muss sich in jedem Moment bewusst sein, dass sie allein auf sich selbst gestellt ist. Nur das mobilisiert ihre ganze Kraft. Im Übrigen reicht der zur Verfügung stehende Platz nicht für solche Riesenspielzeuge. Wir brauchen jeden Kubikdezimeter für Verpflegung, für Treibstoff, Luft. Ja, und für den Sicherheitsfaktor. Ah ja, der geheimnisvolle Sicherheitsfaktor. Worin besteht er? Mr. Wagner, sehen Sie sich die Sache selber an. Hat sich seltsam entwickelt. Was meinen Sie damit, Lloyd? Ich möchte die Aufzeichnungen für sich selbst sprechen lassen. Hier, Kassette 73, Abstand der Spaceborne von der Erde an diesem Tag etwa 14 Millionen Meilen. Tritt da etwa Ihr Sicherheitsfaktor in Aktion? Eigenartiger Sicherheitsfaktor. Ja, das ist Burr. Er hatte die Mundharmonika an Bord geschmuggelt, genauso wie den Stereobetrachter. Dieser Burr ist mir nicht gerade sympathisch. Ja, aber wenn alle wie Miliardo oder Jelinek wären, würden sie über kurz oder lang den Verstand verlieren. Burr wirkt als notwendiges Gegengewicht. Was treibt Holloway da in der Kuppel? Er montiert etwas. Eine Teleskopkamera. Er will die Erdmondfinsternis aufnehmen, die man an diesem Tag von der Spacebound aus beobachten konnte. Eine astronomische Sensation. Kannst du nicht endlich mal mit dem Gewimmer aufhören, Burr? Wir kennen dein Repertoire nun schon auswendig. Mir gefällt's. Besser als euer ewiges Gemähre. Aber ein bisschen leiser vielleicht, ja? Ist das zu viel verlangt? Ja, du findest es auch zu laut. Zu laut? Damit bist du bestimmt, Burr, klar. Ihr habt Holloway nicht gefragt. Ach, 3-1 oder 3-2. Mehrheit ist Mehrheit. Scheiß auf Mehrheit. Holloway ist der Einzige, den stören könnte. Und den stört's nicht. Du legst jetzt sofort das Ding weg, ja, oder? Dann! Lass meine Hand los! Da? Loslassen, habe ich gesagt. Sag du erst auf. Ich kann die Stille nicht ertragen. Die Stille ist zu laut. Ich brauche Betrieb um mich rum. Da. Finger weg! Oder ich hau dir den Kehlkopf ein. Kümmere dich lieber um Kellogg. Der säuft alles Wasser weg. Es ist genug Wasser da. Nicht mehr lange, wenn du so weitermachst. Dauernd klaut er. Mir stehen 4,5 Liter pro Tag zu, das weißt du genau. Du hast schon mindestens das Doppelte gesoffen. Mindestens. Da, treib es nicht zu weit, ja? Wir lassen nicht unsere Steaks essen. Wir lassen dir eine ganze... Ihr lasst mich. Ich nehme mir, was mir passt. Überspann den Bogen nicht, Burr. Wir könnten sonst auf die Idee kommen, dass wir ohne dich größere Überlebenschancen haben. Ihr würdet keinen Flug nicken, da ihr auf den Arsch hüpft. Yell! Was? Die Eclipse ist Duplex! Es geht los! Mein Gott, gigantisch! Und das hat vor uns noch kein Mensch gesehen. Craddock! Avanti! Ich komme gleich. Muss nur erst noch auf dem Supply Deck was überprüfen. Ja? Ich muss mit dir reden. Ja. Wir sind ja alle in einem fliegenden Kerker eingesperrt, der Spacebound heißt. Und ich bin der Pilot. Ohne mich kommt ihr nicht zurück. Du auch nicht. Mach dir das klar, ja? Keine Steaks, keine Weiber, nichts mehr. Nichts, Bar. Nichts. Für wie blöd hältst du mich hin? In 10 Tagen ist alles vorbei. In 10 Tagen krabbeln wir raus aus dem Sarg. Wir haben noch nicht mal die Hälfte. Die Uhr ist manipuliert. Ich kenne doch Lloyd Phillips. Und die Eclipsis? Hat er die auch manipuliert? Sie ist auf die Sekunde genau eingetroffen. Nein, doch. Du hast doch Sorge, dass das Wasser nicht reicht. Ja. Ich hab's soeben aufgefüllt. Was? Was ist los? Was hast du? Den Wasservorrat. Bereichert. Na, rat mal wie. Du Schwein hast... Dann kommt er doch gar nicht ran.
Der schafft alles. Er hasst mich. Ihr alle hasst mich. Alle. Komm du mal zurück, kleiner Pisser. Dann kannst du was erleben. Was? Du hast die letzte Wache vor mir gehabt. Stimmt's? Und? Ich habe Werkzeugspuren gefunden. An dem versiegelten Instrumentenbrett. Bah, du wolltest das Siegel aufbrechen. Gell, das ist eine bah. Ganz gemeine... Bah. Du... Wenn es nochmal vorkommt, bringe ich dich um. Und glaub nur ja nicht, ich breche das nicht fertig. Das würdest du nicht wagen, Gell. Du nicht. Da verlass dich mal lieber nicht. Bah. Quellock! Quellock! Was ist los? Was ist passiert? Was? Ich habe ihn gesehen. Was, Cradock? Unten habe ich ihn gesehen. Hinter den Raketensonden. Er kam auf mich zu. Ja. Wer, Cradock? Der Kerl, den Holloway gesehen hat. Damals vor der Kuppel, bleich, mit weißen Händen. Cradock, da unten gibt's keine Luft. Nicht mal 3 Minuten lang kann es ein Mensch da aushalten. Es sei denn, es ist kein Mensch. Ich glaube, ich hab's mit Irren zu tun. Susper, untersuch's. Geh runter und sieh nach. Worauf du einen lassen kannst. Es ist kein Mensch. Es ist kein Mensch. Bleich. Mit weißen Händen. Komm, ganz ruhig, Cradock. Gib dir eine Dosis Reserpin. Miliano! Ja? Sieh dich mal zusammen mit Burr auf dem Supply-Deck um, ja? Okay. Verdammter Mist! Was ist? Sieh dir das an. An meinem Sauerstoffgerät ist rumgefummelt worden. Vorher war der Tank noch fast voll. Jetzt ist er leer. Red keinen Unsinn, Bär. Wer soll denn das gewesen sein? Das kann ich dir genau sagen. Cradock. Vorhin, als er seine Pissnummer abgezogen hat. Ich glaub ihm kein Wort, Yell. Ganz ruhig, Cradock. Miliano, geh runter. Okay. Bär. Du lässt jetzt diese unhaltbaren Anschuldigungen, ja? Nimm dir einen vollen Tank und ab ins Supply Deck. Damit mich Miliardo da in aller Ruhe erledigen kann, wie? Das habt ihr euch so gedacht? Herrgott, dann hau dich in deine Koje und blätter in deinen dämlichen Pornos. Ja. Aber halt jetzt um Himmels Willen deine Schnauze! Nun, Miliardo, hast du was entdeckt? Nichts. Kein bleiches Gesicht, keine weißen Hände. Nichts, das sich bewegt. Nichts. Kein Mensch. Es ist kein Mensch. Es ist kein Mensch. Ehrlich gesagt, Lloyd, das war schlimmer, als ich dachte. Wellenbergen folgen Wellentäler, Mr. Wagner. Es gibt Tage, da geschieht absolut nichts. Na, jedenfalls ist es fair von Ihnen, dass Sie mir die Wellenberge nicht unterschlagen, Lloyd. Ein paar Kassetten vorher hat Jelinek mit Psychoanalyse angefangen. Davon habe ich nicht viel bemerkt. Wie konnte er nur einen Mann wie Burr mit dem Tod bedrohen? Jelinek setzt seine ganze Hoffnung auf das versiegelte Instrumentenbrett. Und Burr gefährdet diese Hoffnung. Was sagen Sie zu Miliardo? Der Junge hält sich doch prächtig. Ja, am Schild des Glaubens sollen abprallen alle Pfeile des Bösen. Ja, aber er hat auch Anzeichen von Paranoia. Wie die anderen. Führen Sie mir noch einen Ausschnitt vor, Lloyd. Aber machen Sie einen gehörigen Sprung. Sie sollen ja rechtzeitig zu Ihrer Zwillingsgeburtstagsparty kommen. Also, ich lege Kassette 133 ein, Mr. Wagner. An diesem Tag schwenkte die Spacebound auf die Ellipse ein, von der aus die Männer ab morgen zum Mars gelangen sollen. Bordzeit 3 Uhr. Ich sag das, um die Ruhe im Schiff zu erklären. Nein. Was? Nein. Holloway. Nein. Ja. Holloway. Wach auf. Was ist los? Jelinek, ich... Was? Ich hatte einen Traum. Als ob ich falle. Ach so. Ach, einen von der Art. Kenn ich auch, kennen wir doch alle. Ich war tot und...
und lag in einem stählernen Sarg. Und der Sarg fiel. Ich war tot, aber ich konnte immer noch sehen und hören und fühlen, dass ich in dem Stahlsarg lag und fiel. Oh. Sind Sie nicht alle in einem Stahlsarg eingesperrt? Was sind wir? In einem Stahlsarg eingesperrt. Auf Schicksalsflug. Oder auf Schicksalsreise, wenn dir das lieber ist. Schicksalsreise. Ich habe mal ein Stück gesehen, das hieß so. Ein Stück? Wovon hat es gehandelt? Von Schiffsleuten, die einen unbekannten Mann steuern. Und auf halber Strecke merken sie, dass sie alle tot sind. Tot? Und was redet ihr, Armleuchter? Wir sind nicht tot. Nein, wir sind nicht tot. Versuchen wir weiter zu schlafen, ne? Ja? Ja. Süß. Braddock liegt in seiner Koje und rührt sich nicht. Was? Was? Braddock? Braddock? Holloway. Los, gib mir das Stethoskop. Ja. Tot. Oh, mich friert. War? Hast du jetzt nicht eigentlich Wache? Hirte hat sie für mich übernommen. Ach, Hirte hat eine ganze Menge Wachen für dich übernommen, was? Nicht mehr als für andere auch. Woran ist Craddock gestorben? Jemand hat ihn umgebracht. Woher weißt du das? Craddock krepiert doch schon seit Wochen vor sich hin. Ja. Aber irgendjemand konnte es nicht abwarten. Und hat ihn erwürgt. Wer? Wer hat das getan? Ist es nicht besser für uns, wenn wir das nicht wissen? Und wenn er ein zweites Mal tötet? Ja. Aber wie sollen wir das rausfinden? Jeder von uns kann es sein. Burr, du hast immer Streit mit ihm gehabt. Du hast gedroht, du würdest ihn umbringen. Ich? Und du? Du hast gut verheimlichen können. Aber du hast ihn gehasst. Oder Miliardo? Der hat ein bisschen zu dick aufgetragen als barmherziger Samariter. Hey. Leute. Craddock konnte seinen Mörder noch kennzeichnen. Unter seinen Nägeln sind Hautfetzen. Er muss ihn gekratzt haben. Los. Zeigt eure Arme her. Bitte. Keine Kratzer, siehst du? Nichts. Okay, Holloway. Miliardo? In Ordnung. Und du, Burr? Zeig doch erst mal du deine Arme her, Jelinek. Gerne. Hier. Aber jetzt du. Ich habe mir gestern ein bisschen Haut von den Armen geschabt. Am Raumanzug. Und da hat wieder wer dran herumgefummelt. Wollte mich umbringen. Hat's nicht geschafft und sich dafür Craddock gekrallt. Und Hirte, was ist überhaupt mit dem? Sieh dir doch die Arme von Hirte an. Was? Ich glaube nicht, dass wir noch weiter suchen müssen. Das ist ein beschissener Trick. Es gibt gar keine Haut unter Craddocks Nägeln. Du willst mir einen Mord einreden, solange bis ich selbst dran glaube. Was? Ich habe ihn nicht umgebracht. Ich würde es doch wissen. Ich kann mich nicht daran erinnern. Was soll mit der Leiche geschehen, Yell? Raumfahrergrab. Viel anderes bleibt uns nicht übrig. Damit wir neben uns herschweben sehen? Ständig von der Kuppel aus? Nein! Hab Gott, dann mach einen anderen Vorschlag. Auffressen? Warum nicht? Fleisch wird knapp. Sollten wir je so verzweifelt sein, dann sind wir ohnehin erledigt. Los, schaff ihn runter auf zur Pleideck, ja? Das kann ich nicht. Kann ihn nicht anfassen. Sag es, Hirte. Nimm ihn, Burr. Oder wir laden ihn dir auf den Hals. Nein. Nimm nein. ihn, Burr. Ich war's nicht. Vor die Luftschleuse, Burr.
Ja, du hilf ihm, Anzug und Helm anzulegen. Was ist mit Hirte? Hirte hat Wache. Der Mensch vom Weibe geboren lebt unstet eine kurze Zeit. Geht auf wie eine Blume und fällt vor der Sichel. Er flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. Es ist ihm ein Ziel gesetzt, das wird er nicht überschreiten. Seid ihr fertig? Bring ihn jetzt runter, Burr. Was soll jetzt mit ihm geschehen? Wir können ihn nicht frei herumlaufen lassen. Hast du Rache gelüstet? Gesunder Menschenverstand. Ich gebe ja zu, dass ich mir die Nackenhaare sträuben bei dem Gedanken, noch 2 Jahre oder länger mit ihm zusammenleben zu müssen. Kannst du nicht... Was? Kannst du ihn nicht aus dem Weg räumen? Nein. Er war mein bester Freund und er könnte es wieder werden. Ja, doch. Burr hat Craddock nicht umgebracht. Es war der Raum. Wie kannst du einen Mann verurteilen für etwas, das du selbst in Erwägung gezogen hast? Könntest du Burr töten? Nein. Keiner von uns brächte das fertig, Jelinek. Na also. Jelinek, was hast du vor? Was willst du an Burrs Spind? Such was. Rohrschlüssel? Ja, Holloway. Nimm ihn für den Notfall. Still. Burr kommt zurück. Alles in Ordnung, Burr? Alles in Ordnung, Jelinek. Miliardo, sieh nach. Okay. Burr, was sollen wir jetzt mit dir machen? Ich weiß nicht. Du könntest wieder töten. Nein! Ja. Nein! Ich schwöre dir, ich habe Craddock nicht umgebracht. Wie sollen wir dir das glauben? Wie können wir dir vertrauen? Bleib mir von der Pelle, Jelinek. Ich warne dich. Ich leg dich um, wenn du mich anrührst. Jell will dir eine Beruhigungsspritze geben. Vergift mir mich, ihr feinen Schweine. Ich mache euch kalt. Ich, Holloway, bleib, wo du bist. Was sagt? Oh. Holloway. Ja. Los, schaffen wir ihn rüber zu Kohle. Ja. Schieß dir Gott, ich hol das Klederband. Hat seine Arme fest bis ich das am Rahmen fest habe. Gut. Jetzt die Spritze. So. Das wäre geschafft. Los, geh wieder nach oben. Okay. Dann hat die Leiche zwischen die Raketensonden gestopft. Ich habe sie in den Raum gestoßen. Hier alles in Ordnung? Ja. Das weiß ich bloß für wie lange. Wir haben Morphium für insgesamt 30 Tage. Und was dann? Ja, vielleicht, wenn wir den Mars erreicht haben. Du meinst, dann können wir ihm trauen? Du bist der Arzt. Der Mars ist schon als Scheibe erkennbar. Zurücknehmen, was ich über Burr sagte. Sympathisch ist er mir zwar immer noch nicht, wird es wohl auch nie werden, aber er... Ich möchte jetzt Worte wie anrühren oder mitfühlen vermeiden. Und doch. Zum Teufel, Lloyd, Sie wissen schon, wie ich es meine. Lloyd? Hallo, ist Ihnen nicht gut? Lloyd? Ja, ich bin schuld. Ich bin schuld. Was reden Sie da, Lloyd? Ich bin schuld. Ich habe Ihnen das angetan. Ich habe Craddock umgebracht. Ich habe Burr zum Mörder gemacht. Niemand ist schuld. Denken Sie daran, was Jelinek gesagt hat. Es ist der Raum... Ja, aber ich hätte mit Ihnen hinausgehen müssen. Ihr Platz ist hier, Lloyd. Ja, ja, ja. Weil ich zu alt bin. Nein, Lloyd, weil es Ihr Platz ist. Auf den niemand gehört als Sie, verdammt nochmal. Ja. Sollen wir Schluss machen? Sie sind ohnehin mit Ihren Gedanken zu Hause. Glauben Sie, ich hätte nicht bemerkt, dass Sie dauernd nach dem großen Karton da drüben schielen. Geschenke für die Zwillinge, stimmt's? Also ich weiß nicht. Was soll das nun wieder heißen? Sie müssen doch wissen, was da drin ist. Wagner, lassen Sie uns die Sache hier zu Ende bringen. Meinetwegen, Lloyd. Ob die Crew es schafft?
Immerhin besteht sie noch aus 5 Leuten. Jelinek, Burr, Holloway, Hirte und Milliardo. Mr. Wagner, die Spacebound startete mit insgesamt nur 5 Männern an Bord. Und jetzt ist einer von ihnen tot. Aber es sind 5. Mr. Wagner, sagen Sie mir, wie sieht denn Hirte aus? Hirte? Ja. Bleich, bärtiges Gesicht, auffallend weiße Hände. Und woher wissen Sie das, Mr. Wagner? Sie haben ihn doch nie gesehen. Nie gesehen? Aber ich habe sein Bild doch deutlich vor Augen. Wagner, Sie haben Hirte nie gesehen. Sie haben recht, Lloyd. Verdammt, Sie haben recht. Hirte war nie im Bild. Wie kommt es? Wagner, erklären Sie mir das, Lloyd. Der Sicherheitsfaktor, Mr. Wagner. Erinnern Sie sich? Jelinek sprach zu Anfang davon. Wir hatten der Crew posthypnotisch suggeriert, dass sie Hilfe bekäme, wenn sie in Not wäre. Also hatte Burr doch recht, misstrauisch zu sein. Nein, Mr. Wagner, es stimmt. Sie erhalten Hilfe, aber wir hätten nie gedacht, dass sie diese Form annehmen würde. Also ich schlage vor, wir machen weiter, Mr. Wagner. Kassette 197. Ja, ja, natürlich, okay. Woher weiß ich, wie Hirte bitte, aussieht, wenn ich ihn nie gesehen habe? Hier, Mr. Wagner, die Kassette. Mund auf, Burr, das ist Seezunge, die magst du doch so gern. Kannst du mich mit deiner Seezunge am Arsch lecken? Ja, doch. Warte ab, bis ich meine Hände frei kriege. Dann führt richtig. Aber nicht mit Seezunge. Du musst doch essen, Mann. Jeden Tag das gleiche Theater. Ihr wollt mich vergiften. Nicht einen Bissen fass ich. Nicht einen Bissen. Ja, das sagst du jedes Mal und dann isst du doch. Ach, brütel doch nicht so daran rum. Das Klebeband ist reißfest, das weißt du genau. Einmal komm ich los. Dann seid ihr dran. Du und Jell und Holloway. Ja, alle. Außer Hirte. Hirte ist gut zu mir. Oh, wer nicht will, der hat schon. Jell, was machst du am Teleskop? Ich frische meine Navigationskenntnisse auf. Sehr gut. Mit mir war es David noch nie weit her. Ja. Und auf Burr ist nie zu rechnen. Aber wir haben ja noch Hirte. Und wir kommen doch durch, ja. Was? Klar, Mil. Du, Hirte, ich und ich auch, Holloway. Du bist unsere Hoffnung und unsere Stärke. Eine Hilfe in der großen Not, die uns betroffen. Was meinst du? Das ist aus einem Psalm, den Hirte und ich gestern gelesen haben. Und vielleicht hilft der. Ja. Wenn wir nichts unversucht lassen, uns selbst zu helfen. Wie sieht's denn mit den Triebwerken aus? Nummer 2 ist zerfressen. Boah, aber einen Schub hält's noch auf. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch ertragen kann. Mare, die Jagd, Tag und Nacht geht das. So schläft er eigentlich nie. Doch, ab und zu nickt er ein, der ging's bloß nicht mehr. Komm, geh wieder runter. Okay. Schau mal nach, was ist denn mit Holloway? Alles unverändert. Hört und sieht nichts. Liegt nur in der Koje und starrt durch die Sichtluke in den Raum. Er sein könnte wie er. Können wir Burr nicht eine Spritze geben, Jell? Du weißt doch genau, dass Morphium ist seit Wochen zu Ende und Reserpin hilft da nicht. Außerdem glaubt er doch, ich will ihn vergiften. Wie bei mir. Als ob man ein kleines Kind versorgt. Waschen, füttern, Bettschüssel. Nur, dass ein kleines Kind nicht fluchen kann. Will. Du weißt doch genau, ich würde dich gerne ablösen, aber okay. Das wird die Sache doch nur noch schlimmer machen. Okay, er hat Angst okay. Vor mir. Ja, klar, Gell. Entschuldige, aber einfach, manchmal wird es mir einfach zu viel. Schon gut, Mill. Dann hat er aufgehört. So schnell. Zu schnell. Ich sehe mal nach. Was ist denn? Yeah. Um Himmels Willen, Yeah. Was ist passiert, Milliardo? Burr hat sich... Oh mein Gott, Yeah, komm runter, wir müssen ihm helfen, Yeah! Ruhig! Oh, Yeah!
Wie hat er das tun können? Er war doch an seine Koje gefesselt. Er hat wohl die eine Hand frei bekommen. Wir müssen versuchen, die Halsschlagader abzubinden. Abbinden? Man drückt sie gegen die Wirbelsäule. Lass mich machen, Meliado. Blut überall, lieber Himmel. Das viele Blut. Jell, er ist doch zu retten. Nein. Das ist nichts. Er ist tot. Diese Augen voller Hass und voller Angst. Mach sie ihm zu, Jell. Drück sie ihm zu. Nimm dich zusammen, Mel. Es ist vorbei. Ich hätte nie gedacht, dass in einem Menschen so viel Blut ist. Mann, du bist ja bleich wie ein Tuch. Was klappt denn so? Das ist scharf wie eine Rasierklinge. Mein Gott, er muss es aus dem Spind genommen haben. Die Tür über seinen Kopf steht auf. Los unter die Dusche, Mille. Wie es aussieht, Metzger. Okay. Holloway. Hast du was gesehen? Nein, Jell, ich habe nichts gesehen. Nur die Sterne. Die Erde ist zu weit weg. Ich glaube, sie ist ein Traum, den ich irgendwann geträumt habe. Es gibt keine Erde. Es gibt nur den Raum. Oder ich bin ein Traum, den jemand anders träumt. Ja, wir alle sind Träume, die ein anderer träumt. Wie er träumt. Wer, Holloway? Wer? Der Raum, Jell. Der Raum selbst. Wir sind in ihm. Wir sind ihm verfallen. Raum verfallen. Ja. Leg deinen Anzug an. Okay. Das Leiche muss weggeschafft werden auf Supply Deck. Okay. Gut. Okay, gut. Hilfst du mir mit dem Helm? Ich muss Burr von seiner Kurie losmachen. Birte wird dir helfen. Burr hat es jetzt gut. Er war krank, unheilbar. Seid ihr fertig? Wir sind fertig. Danke, Hirte. Dann bringt die Leiche jetzt runter. Okay. Wenn ihr zurück seid, macht ihr sauber, ihr beiden, ja? Ich gehe wieder auf meinen Posten. Oh, entschuldigen Sie, Mr. Wagner. Ein Anruf. Aber bitte. Observatorium, Phillips. Ja, Kovac? Oh, ausgezeichnet. Kick it up. Kassette 260 ist soeben kopiert worden. Sie wird gerade durch die Röhre geschossen. Ja, und da ist er schon. Ich nehme an, wir schenken uns die dazwischenliegenden Tage. Dies ist die letzte Phase. Ausstieg aus der Spacebound. Erste Nahaufnahmen von der Marskruste. Sicher ein sensationeller Anblick. Lloyd, ehrlich gesagt, habe ich jetzt anderes im Kopf. Und Sie ja wohl auch. Richtig? Also, legen Sie die Kassette ein. Also, bitte, Mr. Walker. Noch 63 Minuten bis zur Zündung. Holloway hat heute den ganzen Tag die Augen nicht aufgemacht, Jell. Er atmet kaum noch. Wir machen besser alles zum Ausstieg bereit, Meliado. Hirte macht das schon. Zu langsam. Was? Holloways Puls. Ja, du? Ja? Ich bin das Bordbuch durchgegangen. Vor dem 112. Tag finde ich keine Erwähnung von Hirte. Du wirst einen Fehler gemacht haben. Nein. Ich habe zweimal nachgesehen. Eliado, wie sieht Hirte eigentlich aus? Das weißt du doch so gut wie ich. Bärtig, bleiches Gesicht, weiße Hände.
Er sieht also für uns beide gleich aus. Natürlich, warum? Weil es ihn überhaupt nicht gibt, Mejado. Mariel, jetzt werd du nicht auch noch verrückt. Mejado, erinnere dich daran, wie wir an Bord kamen. Wir waren doch allein und schauten uns in der Blechbüchse um, die für Jahre unser Zuhause sein sollte. Und wer war dabei? Na, du und ich und Holloway und Burr und Craddock. Auch Hirte? Hirte? Nein, Hirte nicht. Ja, verdammt, wie ist er auf das Schiff gekommen, gell? Das ist doch gar nicht möglich. Mejado, wer ist Hirte? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und noch etwas. Ich habe die Vorräte überprüft. Hirte isst nicht und trinkt nicht. Und er atmet auch nicht. Was ist Hirte? Etwas, das wir alle im Unterbewusstsein mit uns herumtrugen und das sich eines Tages Gestalt erzwungen hat? Das sich auf posthypnotischen Befehlen materialisiert hat, oder was? Jell, es stimmt nicht, dass Hirte erst am 112. Tag auftauchte. Denk an das Gesicht, das Holloway gesehen hat. Und denk an den Mann im Supply, den Craddock bemerkt haben wollte. Hirte. Warum nennen wir ihn Hirte? Hat er uns gesagt, wie er heißt? Hat einer von uns ihm den Namen gegeben? Oder kam uns das einfach so angeflogen? Das Gehirn spielt uns manchmal komische Streiche. Du denkst an etwas Bestimmtes, Mejado? Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er bereitet mein Lager auf grüner Wiese und führt mich zum frischen Wasser. Und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich das Böse nicht, denn er ist bei mir. Ein Psalm hier. Hirte und ich haben ihn manchmal gemeinsam gelesen. Und ob ich schon wandere im finsteren Tal, ja. Er ist bei mir. Ich wollte, ich wäre kein so großer Skeptiker, Mejado. Übrigens, ich habe Hirte seit Tagen nicht mehr gesehen. Jell. Ich wollte dir schon lange etwas sagen. Ich habe Burr umgebracht. Ich weiß, Mejado. Das Klebeband. Es war durchgeschnitten. Wie konnte er das, wenn er kein Messer hatte? Und wie kam er an das Messer, wenn er gefesselt war? Außerdem, Burr hätte niemals Selbstmord begangen. Er hätte auch die übrigen Fesseln durchtrennt und wäre über uns hergefallen. Er war mein Freund trotz allem. Und ich habe ihn getötet. Noch 25 Minuten bis zur Zündung. Wenn Hirte nicht wirklich existiert, dann können wir ja überhaupt nicht... Er ist doch da, gell? Oder nicht? Sag doch schon. Ist er auf dem Steuerdeck? Mill, ich sag sie doch schon, dass ich ihn längere Zeit nicht mehr gesehen habe. Hirte? Hirte? Mill, bitte. Hirte? Gell, er ist fort. Hirte? Hirte? Wo bist du, Hirte? Mill, was ist? Hirte? 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 Mill! Hirte! Komm von der Schleuse weg! Hirte, wo bist du? Mill, bist du wahnsinnig! Hirte! Bleib hier, Mill! Hirte! Mejado, du kannst doch nicht ohne Anzug! Schau, Mejado. Ich hoffe, du findest ihn. Zwanzig Minuten bis zur Zündung. Holloway. Holloway, hörst du mich? Holloway. Die Erde. Die Erde. Du wirst die Erde wiedersehen, Holloway. Das verspreche ich dir. Ich bin dein Freund und ich verspreche es dir. Du wirst sie wiedersehen, so. So wahr, wie ich sie wiedersehen werde. Ich muss dir nur ein wenig die Infusion regulieren. So. Oh, das ist gut.
Der Countdown läuft. Oh, 17 Minuten. Luft. Aus. Luft. Aus. Die Erde. Ich sehe die Erde. Sie ist kein Traum. Ich hab dir versprochen, Holloway, dass du die Erde wiedersehen würdest. Und du hast sie jetzt wieder gesehen. Das ist der Mars, was da so nahe bei uns leuchtet. Rot, Gold und Grün. Das erfährst du nicht mehr. Für dich war und bleibt es deine Erde. Und auch Kolumbus wusste ja nicht, dass es Neuland war, was vor ihm am Horizont heraufkam. Rot, Gold und Grün. Nun aber endlich zu dir, Lloyd. Ich weiß, dass du mir jetzt zusiehst. So wie du mir all die Monate zugesehen hast, die wir im Raum verbracht haben. Oder dachtest du, dass ich die Kamera nicht sehen würde? Ich hoffe, du hast aus den Aufnahmen was gelernt. Und du suchst dir für das nächste Mal einen besseren Psychologen aus, als ich es war. Ja, wir waren dem Raum verschworen. Aber wir waren noch nicht reif für ihn. Es tut mir leid für dich, Lloyd. Sag Magna und all den anderen, die Kur war ein Fehlschlag. Aber das Schiff, das war ein Erfolg. Und sag ihnen, dass hier draußen ein gutes Schiff mit Treibstoff und Vorräten wartet. Wenn es je einer schafft. So bist du ja, Hirte. Das war's denn. Ja, das war's. Spacebound wird nun 2 Jahre lang den Mars umkreisen und Berichte von den Raketensonden zur Erde funken. Ohne Besatzung? Ohne Besatzung. Das war unser Sicherheitsfaktor. Dass das Schiff die Reise notfalls allein machen konnte. Die Männer erkannten das im Unterbewusstsein. Sie personifizierten das Schiff und nannten es... Hirte. Hirte. Sie kannten den Inhalt der Kassetten, Lloyd. Bis auf die letzte, Mr. Wagner. Die habe ich heute zum ersten Mal gesehen. Ich wusste also nicht, dass das Unternehmen die schlimmstmögliche Wendung nehmen würde. Aber Sie haben es befürchtet. Und Sie wollten die Konsequenz lediglich ein bisschen hinauszögern. Kein Schiff mehr zum Mars. Doch. Aber? Ohne Crew. Hirte, alias Spacebound, hat bewiesen und beweist weiter, dass das möglich ist. Was immer ich bis jetzt gesagt habe, ich bin für unbemannte Raumfahrt. Autopilotschiffe, das sind die Astronauten der Zukunft. Keine Neurosen, keine Schwächen, kein Zögern vor Entscheidungen, kein Raumwahnsinn. Ein unbemanntes Schiff braucht keinen Sauerstoff, keine Nahrung, kein Wasser, keine Medikamente, nichts, um die Zeit totzuschlagen und was Menschen sonst noch haben müssen, um zu überleben. Nur Servomechanismen und Messeinrichtungen. Wozu noch der Mensch? Der Mensch? Um vor dem Kosmos als Symbol seiner selbst aufzutreten, Mr. Wagner. Raumfahrer sind mehr als nur gut funktionierende Robots. Sie kontakten fremde Welten als Abgeordnete unserer Erde.
Nach ihnen formt sich in extraterrestrischen Hirnen das Bild von uns. Sollen Bewohner anderer Planeten unsere Welt für einen seelenlosen Maschinenpark halten? Nicht der Robot, sondern der Mensch muss auch künftig das Maß aller Dinge sein. Darin stimmen wir überein, Lloyd. Nun, meine letzte Frage, bevor Sie Ihre Zwillinge mit dem ersehnten Geschenkkarton beglücken können. Woher nehmen Sie Ihre raumfahrenden Botschafter der Humanitas, die nicht scheitern wie die Jelinek-Crew? Mr. Wagner, im Spiel von heute liegt der Ernst von morgen. Soll ich Ihnen zeigen, womit Kinder heute spielen? Hier, sehen Sie. Raumschiffe? In der Reihe Science Fiction als Radiospiel aus dem Studio Heidelberg des Süddeutschen Rundfunks brachten wir Spacebound von Hermann Motschach nach einer Story von James Gunn. Die Rollen und ihre Sprecher waren Lloyd Phillips, Klaus Barner, Tim Craddock, Rainer Bock, Eddie Jelinek, Markus Hoffmann, Burt Holloway, Ralf Lichtenberg, Jack Burr, Karl-Heinz Taus, Jim Wagner, Wolfgang Unterzaucher und Toni Miliardo, Helmut Zuber. Ton und Technik Jochen Brandhof und Brigitte Laukwitz, Regie führte Andreas Weber-Schäfer.